Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich sitze mal so her. Hört ihn? Recht leise. Was habe ich gemacht? Ja, zum einen die Steppertreiber gewechselt. Jetzt hat der TMC 2208, glaube ich, drin. Ach, nur noch eine kurze Info noch. Es ist spät, ich bin müde. Das Video ist ein richtiger Hobby-Hü, ein Hobby-Hü-Video. Aber ich dachte, ich möchte euch das noch kurz sagen und demonstrieren. Ich habe leider die alten Steppertreiber wieder versorgt. Egal. Wo fange ich an? Wie fange ich an? Egal. Ihr hört auf jeden Fall, dass er wesentlich leise ist. Also jeder, wer die... Ja, bewegt sie. Ihr seht, er bewegt sich. Er ist natürlich nicht ganz unhörbar. Er lebt ja sozusagen noch. Aber die neuen Steppertreiber alleine schon sind der Hammer. Bevor ihr fragt oder drunter schreibt, mit was für Spannung ich fahre mit, ja, 1,1 Volt, ja. Ich habe es auf 1,1 Volt drauf gestochen, drauf getan und habe schon zwei Testdrucks gemacht und die Steppermotoren wurden nicht heiß. Ich habe aber noch Kühlkörper montiert bei den Steppertreibern, bei den Steppermotoren überall. Zwei sogar am Extruder. Ich werde hier noch Fotos einblenden von diesen Sachen, denke ich. Zwei beim Extruder, je ein Kühlkörper bei den Z-Motoren, wo es eh nicht braucht. Und danach noch ein Kühlelement beim X- und beim Y-Schlitten oder Schlittenmotor. Es ist spät. Aber es hat es gebracht. Und klar, der Lüfter hier ist noch recht laut hier, der vom Hotend. Ich weiß nicht, ob ich den Wechsel überhaupt. Der ist jetzt nicht so einer, wo mich wirklich stresst. Mich stresst eher das Gezirpe von den Steppermotoren. Das geht mir wirklich immer wieder auf den Sack. Aber jetzt, ihr hört, dass ihr fast nichts hört. Aber ich wiederhole mich, ich weiß. Jeder, also wirklich jeder, oder ja, eigentlich, ich kenne keine anderen Videos, sagen wir so. Aber jeder YouTuber, jeder, wo man fragt und Co., immer wieder kommen immer die Noctur-Lüfter. Was kauft ihr Noctur? Was kauft ihr Noctur? Oder wie die heißen. Die sind sicher gut, ich weiß. Aber ich finde den Preis einfach unter aller Sau für einen Lüfter. Und bin ich nicht bereit auszugeben. Sie sind zwar gut, aber ich bin einfach nicht bereit, jedes Mal so viel Geld für Lüfter auszugeben, wo leise sind. Dann kam mir eigentlich die Idee, die meisten Lüfter, wo leise sind, auch die, ach die blauen, keine Ahnung, die NC, T, NX, keine Ahnung, ich habe solche auch irgendwo herumliegen, sind alles 12 Volt Lüfter. Aber hey, ich habe doch Step-Down-Module. Hm? Was machen wir? Aus den 24 Volt Lüftern werden betriebene 12 Volt Lüfter und er ist viel leiser. Ich gebe lieber pro Lüfterelement oder pro Lüfterteil irgendwie 2, 3 höchstens, wenn überhaupt, na meistens sogar weniger Franken aus. Und er ist leise. Ich nehme die originalen Lüfter. Ey, das ist auch wieder umweltmäßig auch gut noch. Weil bei den Noctur oder wie die heißen, glaube braucht man auch, was ich gehört habe. Ich bin mir nicht sicher, aber auch nicht sehr lange recherchiert und so, mir scheißegal. Sind ja auch 12 Volt Lüfter. Und da braucht man ja auch einen Step-Down. Also kann ich hier gleich die originalen Lüfter nehmen und die drosseln.
Und es funktioniert und er ist wesentlich leiser und das raketengetriebene U-Boot ist wirklich in einem Bereich, wo ich sagen muss, mich stört es nicht. Klar, der könnte ein weniger leise sein, vielleicht mache ich da noch was oder nicht, egal. Aber jeder, was vielleicht auch nicht wie ich Lust hat für so Lüfter, viel Geld auszugeben immer und dann noch entweder die alten Lüfter wegzuschmeißen oder die blöd herumliegen zu haben, nimmt Step-Down-Controller, so ein Step-Down-Modul. Ich habe welche einstellbare genommen, habe sie auf 14 Volt geregelt. Für das Netzteil 14 Volt, für den, was die Stepper-Treiber kühlt, den Lüfter habe ich auch auf 14 Volt und er ist wesentlich leiser. Und er ist annehmbar so. Ich denke, das soll es, glaube ich, schon gewesen sein. Mehr muss ich nicht sagen im Moment. Das sollte nur eine kleine Info, ein Infovideo sein. Ich hoffe, es hat jemand geholfen. Wann nicht, dann nicht. Wann schon, dann bin ich froh. Ach, und der Bruser schlägt sich echt gut. Aber das, denke ich, soll es gewesen sein. Ach, ihr dürft mich gerne abonnieren oder irgendwie was machen. Egal, bis dann.